Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Team Affinity Serie und wir dürfen antreten gegen das Football Team aus Washington. Unser 32 liebstes NFL Team. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir nicht mehr als 75 Yards zulassen und wenn wir nicht mehr als 10 vollständige Pässe erlauben. Wow! Das ist ja mal eine interessante Nummer. So, es geht gegen Ron Rivera. 5 Minuten pro Quarter zu spielen. Wow. Wir starten mit einem Onside-Kick. Denn wir dürfen hier natürlich Washington nicht allzu lange im Ballbesitz lassen. An der 32-Yard-Linie kommt Washington mit der Offense aufs Feld. Das ist Dwayne Haskins, den wir da jetzt sehen, in seinem zweiten Jahr in Washington. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein, aber ich glaube, wir werden versuchen, hier die Bälle den Washington Redskins aus den Händen zu schlagen. Erster und 10 an der 32. Cowboys in der Man-to-Man-Defense. Lauf an die 27-Yard-Linie, 5 Yards. Raumgewinn für Red, für die Redskins. So, wir gehen in einen Zonenblitz. 2. und 5 an der 27. Tight End wechselte. Und wieder ist es ein Run. Die Redskins an der 24-Yard-Linie mit einem 3. Versuch und 2. Cowboys zeigen den Blitz. Und das ist ein Complete Pass. Wow, die Redskins gleich mal mit 18 Yards. Wir haben die erste Completion. Und die marschieren hier gerade über das Feld wie nix. Erster und 10 an der 14-Yard-Linie. Dallas in einer Cover 2. Lauf und das ist ein Touchdown. Oh, Leute. 32 Yards. Das ist der erste Drive. Und wir können die Redskins, können Adrian Peterson nicht stoppen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wir werden hier gewaltig auf Zeit spielen müssen. Ja, und mit Young werden wir jetzt gleich die Bekanntschaft machen dürfen. Also 32 Yards haben die, hat das Footballteam aus Washington bereits erzielt. Wie gesagt, wir müssen hier mächtig Zeit von der Uhr nehmen. An der 6-Yard-Linie geht Elliott ins Aus. Und ich möchte Washington nicht mehr auf dem Feld sehen. In der ersten Halbzeit. Erster und 10. Laufspiel über Elliott. Wir laufen über die linke Seite. Keine First Downs holen. Oh, Elliott. Und er holt einen First Down. Da müssen wir noch ein bisschen was. Oh, Gott sei Dank nicht. Second and Inches. Heißt jetzt um Himmels Willen kein First Down holen. An der 14-Yard-Linie heißt es jetzt Dritter und 1. Das ist sehr gewagt, was wir hier spielen. Aber Elliott hat das First Down. Wir sind an der 16-Yard-Linie. Und so werden wir weiterspielen müssen. Wir werden Washington hier nicht mehr auf das Feld lassen dürfen. Nach diesem katastrophalen ersten Drive, den wir da kassiert haben. Elliott an die 19. Wir haben einen zweiten Versuch und 8. Im Idealfall machen wir mit dem letzten Play einen Touchdown und danach geht's in die Halbzeit. Das muss eigentlich das Ziel sein. Ein Draw, den bringt Elliott an die 24-Yard-Linie. Dritter und 3. Wieder ein dritter Versuch. Oh, und das wird eng, aber das müsste gereicht haben. Nein, das hat es nicht. Vierter Versuch und Zentimeter.
müssen wir nicht eine Sekunde drüber reden. Ach du heilige Mutter. Den spielen wir aus und die Redskins werfen aber mal alles nach vorne, was sie haben. Aber Elliott, 30, First Down, Dallas Cowboys. Der Drive geht weiter und das war schon das letzte Play im ersten Quarter. So, wir müssen so spielen, das ist nicht schön. Das macht auch nicht viel Spaß, aber nur so kriegen wir die Zeit hier über die Distanz. Elliott fast getackelt, bricht ein Tackle, bricht zwei Tackle. Der Ball an der 34-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 6. So, wir schicken unseren Tight End in Motion. Der Lauf geht über Elliott, über die Mitte. Zweiter und 6. Boah, so weit sollten wir gar nicht laufen, verdammt. Wir sind kurz vor der Mittellinie. Erster und 10 an der eigenen 47-Yard-Linie. Noch 4 Minuten im zweiten Quarter zu spielen. Elliott mit einem Run. Jetzt sind wir über der Mittellinie an der 47-Yard-Linie von Washington. So, jetzt gehen wir auch mal über die Außen beim zweiten und 5. Okay, über die Außen sollten wir nicht gehen. Das hat uns jetzt ein ziemliches Problem gebracht. Wir sind bei einem dritten und 6. Ein Screen Pass über Elliott, über die linke Seite. Ball geht zum Running Back. Boah, was für ein Mörder-Tackle. Vierter und 6. Den müssen wir ausspielen. Jarwin attackiert die Mitte. Edward Salary als Running Back auf dem Feld. Aber unser Tight End macht es, holt das First Down. Wir sind an der 37-Yard-Linie der Washington Redskins und wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. So laufen die letzten 2 Minuten hier im AT&T Stadium. Beide Teams natürlich noch mit allen 3 Auszeiten. So, und wir laufen mit Elliott. Erster und 10. Lauf an die 33-Yard-Linie. Die Uhr läuft weiter. Es ist ein zweiter und 7. Wieder zeigen die Cowboys einen Run inside Zone. Elliott mit dem neuen First Down. Da müssen wir stehen bleiben. Wir dürfen hier noch nicht durchbrechen. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. Aber das ist ganz wichtig. Wir kriegen hier den Ball mit dem Laufspiel bewegt. Wow, halt bloß den Ball fest, Elliott. Wir sind an der 12-Yard-Linie. Neuer Erster und 10. Ein Turnover, das wäre jetzt das Fatalste, was uns passieren könnte in der Situation. So, wir laufen mit dem Inside Zone. Erster und 10 an der 12-Yard-Linie und wir achten jetzt schon mal ein bisschen auf die Uhr. Elliott pumpt sich an die 7-Yard-Linie heran. Und jetzt werden wir schon versuchen, auf den Touchdown zu gehen. Johnson und Cooper von links auf einer Slant, Fitzgerald von der rechten Seite. Können die Uhr nicht komplett runterlaufen lassen, denn wenn wir es jetzt hier mit dem Touchdown nicht schaffen, 3 Punkte, also ein Field Goal, will ich hier schon auf jeden Fall mitnehmen. Los geht's. Eine Sekunde vor dem Ende nehmen die Cowboys eine Auszeit. Gallup hat da irgendwo den abgefälschten Ball noch gefangen. Weiß der Teufel wo? Weiß der Teufel womit? Aber er hat kein Icing. Die Cowboys verkürzen auf 3-7. Es ist Halbzeit. So, und genau das Gleiche müssen wir jetzt ein weiteres Mal durchziehen in der zweiten Halbzeit.
Also an der 5-Yard-Linie, das ist Elliott. Gehen wir ins Aus. Wieder ist das Wichtigste hier Zeit von der Uhr nehmen, aber wir müssen hier jetzt darauf achten, dass wir am Ende des Tages einen Touchdown erzielen. Erster Versuch und 10 für die Cowboys an der eigenen 5-Yard-Linie. Elliott, fabelhaft. Olawale, unser Fullback. Das ist für mich immer noch momentan die größte Problemstelle, die wir im Team haben. Und ich weiß noch nicht, wie wir die adäquat lösen sollen. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Aber du kriegst halt auch gute Fullbacks. Da gibt es nicht allzu viele. Wir haben einen dritten Versuch und 4. Gehen in einen Passversuch. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Elliott. Der kommt von der rechten Seite auf einer In-Route. Kriegt den Ball und wir haben keinen First Down. An der 14-Yard-Linie heißt es jetzt vierter Versuch und 1. Boah, und auch den müssen wir wieder aufspielen. Wir haben ja keine andere Chance. Es geht ja nicht anders. Und die Cowboys holen das First Down. Ball an der 21-Yard-Linie. Neuer 1. und 10 für die Dallas Cowboys. Elliott mit einem Run, ein Draw Play. Wir sind an der 20-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 11. So, wieder Elliott. Run durch die Mitte, bringt den Ball an die 25-Yard-Linie. Ein dritter Versuch und 6, den wir jetzt haben. Wieder ein Slot-Drive. Diesmal werden wir aber auf Jarwin, auf den Tight End gehen müssen. Elliott bricht ein Tackle, aber das ist kein First Down. Wir haben einen vierten Versuch und 3. Boah, das ist eine ganz heikle Situation. Wir nehmen einen Pass, nehmen den Slant. Blitz kommt von der rechten Seite. Sack von Washington. Und jetzt haben wir ein Problem. Der Ball an der 21-Yard-Linie. Ja, jetzt können sie zwar nicht viele Yards machen, wir dürfen hier aber keinen Touchdown zulassen. Guter Tackle for Loss. Xavier Woods mit dem Tackle. Wir müssen aggressiv bleiben. 2. und 11. Haskins ist so abgezockt. Unfassbar. Ganz cool. 3. und 2. Der Ball an der 13-Yard-Linie. Wir müssen jetzt aufpassen, für die Redskins hier stoppen. Und das gelingt. Wow, die Marcus Lawrence. Riesentackle. So, 4. Versuch und 3. Redskins haben die Field Goal Unit auf dem Feld. Lassen die Uhr aber runterlaufen. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Der PET ist, oder kein P, es war ja ein normales Field Goal. Wir haben ein 10:3 auf dem Scoreboard. Was bedeutet, wir müssen jetzt scoren. Wir brauchen einen Touchdown. Oh, das wird so eng mit diesen 75 Yards. Elliott an der 5. Immer noch auf den Beinen. Unser Running Back kommt an die 30-Yard-Linie. Wir brauchen einen Touchdown und es muss verdammt nochmal schnell gehen. 4 Verticals. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Johnson links im Slot. Ball geht aber zum Running Back. Der wird direkt getackelt. Starkes Play der Redskins. Cowboys in einer No-Huddle-Offense.
Tiefer Ball auf Jaw, den muss er doch haben. Ein dritter und 6. Tight End in. Jarwin, wieder muss der Tight End hier uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Und wieder tut das. Wir sind an der 41-Yard-Linie. Neues First Down für die Cowboys. Wir nehmen die Verticals, achten auf Fitzgerald. Mörderdruck auf Prescott. Zweiter Versuch und 10. Johnson und Fitzgerald von links auf einer Slant. Wir achten auf Cooper, der kommt von der rechten Seite. Fitzgerald mit dem Catch an der 25-Yard-Linie. Nehmen den Words Wire Shake. Achten auf Elliott und auf Johnson. Vor allen Dingen auf Johnson. Denn der ist alleine und in der Endzone. Leichter Touchdown für die Cowboys. So, der PET. Ist gut, jetzt haben wir ein Unentschieden. 10 zu 10. Was mir Sorgen macht, sind die Yards. Wir müssen Kick komplett ins Ausprügeln. Redskins recovern an der 43. Und jetzt müssen wir halt auf jedes Yards achten, was wir hier kassieren. Erster und 10 an der 43 für die Washington Redskins. Für das Washingtoner Football Team. Und Haskins ist so abgezockt. 49 Yards haben sie jetzt schon wieder erzielt. Second and inches. Wir verteidigen gegen den Lauf durch die Mitte. Das war genau das Richtige. Dritter Versuch und 3 von der 35-Yard-Linie. Wir zeigen dir einen Zonenblitz. Und Peterson wird an der 36 gestoppt. Und jetzt bin ich gespannt, was Washington spielt. Spielen sie den aus? Wir schicken unsere Safe Formation aufs Feld. Und wir sind beim Two-Minute Warning. Ich hätte damit gerechnet, dass sie den ausspielen. Absolut. Also wir haben unsere Safe-Formation auf dem Feld. Washington puntet. Heißt, erster und 10 an der eigenen 20 für die Cowboys. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier einen Game-Winning-Drive hinzulegen. Cooper und Johnson von links auf einer Slant, Fitzgerald von der rechten Seite. Ball über die Mitte. Johnson an die 37-Yard-Linie. Neuer Erster und 10 für die Cowboys. So, wir nehmen die Verticals. Achten auf Johnson. Diesmal schicken wir ihn über die Mitte. Blick geht aber auch zu unserem Running Back, zu Sieg. Der Ball bereits in der Hälfte von Washington an der 47-Yard-Linie. So, vor Verticals. Jarwin, der Tight End, attackiert die Mitte. Elliott kommt aus dem Backfield. Ist sowas für unsere Lebensversicherung. Und der Ball ist an der 29. Washington muss das erste Timeout nehmen. Die Redskins wollen ja noch mal in Ballbesitz kommen. Erster und 10 an der 29-Yard-Linie. Cowboys mit einem Run über Sieg. Der Ball ist an der 23 von Washington. Redskins mit dem zweiten.
Zweiter und 4, der Ball an der 23-Yard-Linie. Elliott, das ist kein First Down. Letztes Timeout der Redskins. Und wir haben einen dritten Down. Wir brauchen hier unbedingt ein neues First Down. Und Elliott, oh, das ist so knapp. Wir sind an der 20-Yard-Linie. Das ist ein Vierter und 1. So. Und wenn wir jetzt die Uhr runterlaufen lassen. Genau das machen wir jetzt. Haben wir das hoffentlich das Glück, dass die Uhr komplett auf Null runter tickt, bevor wir hier unseren Kick durchführen. Boah, ich hasse solche Nervenspiele. Der Blick geht nur auf die Uhr. Der Kick ist gut. Die Cowboys führen mit 13 zu 10. Wir haben noch genau eine Sekunde auf der Uhr. Heißt, wir werden einen Swipkick durchführen. Sobald Washington den Ball berührt, läuft die Zeit. Ab jetzt. Und da ist der Return beendet. Boah, das war nicht schön, aber es war gutes Clock-Management. 1, 2, 3, Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.